Hallo und ganz herzlich willkommen wieder zu einem neuen Q&A-Video. Diesmal wieder zum Thema Fotos und Bilder oder Multimedia-Daten, weil ich einfach davon ausgehe, dass das wahrscheinlich einer der häufigsten Beweggründe sein wird, warum sich Menschen überhaupt ein NAS-System kaufen. Vorrangig wird natürlich das Ziel sein, Backup und Datensicherheit. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich das erste Ziel sein. Aber Foto- oder Bilderverwaltung, das ist mit Sicherheit auch ein ganz, ganz großes Thema, warum sich Menschen für ein NAS-System entscheiden. Und deswegen werden wir uns jetzt hier mal das Fotoverwaltungsprogramm QMagi bei QNAP einmal etwas näher anschauen und das mal so ein bisschen in den Vergleich stellen zu einem Synology-System. Ich habe mir das Programm hier bereits installiert. Es gibt dafür natürlich auch die passenden Apps für die Mobilgeräte, gar keine Frage. Und habe schon mal hier ein paar hundert Bilder hochgeladen. Um genau zu sagen, es sind hier weit über 400 Bilder und rund 100 Videos, die ich hier schon mal testweise hochgeladen habe, um euch auch ein bisschen was zu demonstrieren. Und wenn ich hier das QMagi starte, starten wir eigentlich hier oben in der Galerie. Das ist hier oben der Punkt. Und ich muss halt eben nur festlegen, welche Bilder tatsächlich angezeigt werden können, beziehungsweise welche Ordner durchsucht werden sollen. Und das ist, wie gesagt, hier bei QNAP eigentlich ein Riesenvorteil gegenüber der Synology. Denn bei der Synology gibt es eigentlich nur ein oder zwei Orte, die ich für meine Fotoverwaltung nutzen kann. Und das ist hier bei der QNAP etwas anders, denn ich kann hier durchaus auch mehrere Orte oder mehrere Ordner hinzufügen und habe dadurch natürlich viel mehr Flexibilität. Jetzt hier bei mir, wir können das hier gucken unter dem Punkt Ordner. Ich habe im Grunde genommen jetzt hier genau diese beiden Ordner hier eingebunden. Einmal den Ordner Multimedia und den Ordner Video. Wenn wir uns das Ganze mal in der FileStation angucken, dann sieht das am Ende so aus. Hier auf meinem Volume, da habe ich einmal den Ordner Multimedia und den Ordner Video. Das sind auch die beiden Ordner, die ich hier eingebunden habe. Wie gesagt, man könnte natürlich jetzt hier auch noch weitere Ordner erstellen und die auch noch mit einbinden, aber das ist ja erst einmal sekundär. Es geht ja erst einmal darum zu gucken, wie das Programm halt eben so grundsätzlich funktioniert. Unterhalb des Multimedia-Ordners befinden sich natürlich noch weitere Unterordner. Das könnten bei euch auch genauso gut schon größere vorgefertigte Strukturen sein, die ihr bereits über Jahre hinweg angelegt habt. Ja, diese habe ich halt eben hier bei mir unter dem Ordner Multimedia gesammelt. Wir starten mal wieder hier auf der ersten Seite. Das ist praktisch die Galerie und landen hier eigentlich gleich in der Fotoansicht oder besser gesagt in der Zeitachsenansicht. Wir sehen hier auf der rechten Seite die Zeitachse. Das ist ähnlich wie bei Synology auch. Da gibt es diese Funktion natürlich auch. Und wir können jetzt hier praktisch herunterscrollen bis zu einem Datum, um visuell irgendein Bild zu suchen oder mehrere Bilder zu suchen. Das ist meiner Ansicht nach schon ganz praktisch. Wenn ich ein Foto gefunden habe, was ich bearbeiten möchte, dann kann ich das hier direkt bearbeiten. Hier, das ist ein kleines Bild. Deswegen wird das auch etwas kleiner dargestellt. Und ich finde das ganz gut gelungen. Das sieht so ein bisschen aus, wie das auch in der Fernsehtechnik durchgesetzt hat, ne? Da ist es ja ähnlich. Also wenn dieses Video, was dann meistens abgespielt wird, hochkant ist, ja, dann reicht das natürlich nicht für so einen breiten Bildschirm. Ja, und dann wird praktisch das Bild nochmal als Blur im Hintergrund dargestellt. Dann kann man das Bild hier halt eben auch sehen. Und hier sehen wir schon eine der großen Besonderheiten. Hier kommt schon die Frage, wer bin ich? Das heißt also, wenn ich hier auf dieses Bild gehe, dann kommt hier schon die Frage, wer bin ich? Und diese Frage könnte ich natürlich jetzt hier gleich beantworten. Ich habe dieses Personenalbum schon angefangen. Das kann man hier unten auch schon sehen. Es gibt schon einmal eine Person, die ich markiert habe. Und ich sage einfach mal, das ist der Carlos. Das finde ich also auch ganz gut gelungen, dass man das praktisch im Bild schon direkt machen kann. Es wird auch gleich direkt übernommen und jetzt gibt es halt eben auch das Bild vom Carlos. Gut, wir haben hier natürlich noch so ein paar weitere Schalter. Wir haben hier oben noch die Möglichkeit, das Ganze zu vergrößern. Wir können diese Personenmarkierung auch mal individuell ein- und ausschalten, um genau zu sehen, wer ist denn auf diesem Bild. Das finde ich auch eine ganz gute Lösung hier oben. Dann haben wir noch hier so ein paar andere Informationen und hier haben wir dann die Informationen. Hier könnte ich noch eine kurze Beschreibung angeben oder auch hier einen Tag angeben. Hier haben wir noch die Bewertung und diese Dinge. Das ist eigentlich ähnlich, wie wir das bei der Synology auch kennen. Vielleicht hier ein bisschen aufgeräumter, sage ich mal ganz einfach, oder ein bisschen weniger Informationen. Und hier haben wir noch so ein paar andere Optionen mit der rechten Maustaste. Kann ich das runterladen? Kann auch mal eben schnell hier die Miniaturansicht neu generieren, für den Fall, dass da irgendwie das Vorschaubild nicht korrekt angezeigt wird. Oder das Bild gleich zu einem Album hinzufügen und hier auch so einen Panoramamodus einschalten.
Wobei ich mir da, ja, Panorama-Modus sieht natürlich nicht ganz so gut aus. In dem Falle jetzt hier ist es vielleicht nicht unbedingt gelungen, sage ich mal ganz einfach, ich schalte den mal wieder aus. Aber es gibt bestimmt auch Situationen, wo das wahrscheinlich ganz spannend ist. Wir können es mal mit diesem Bild hier einmal probieren, wie das aussieht. Ja, vom Prinzip her, wie gesagt, also ihr seht schon, das funktioniert. Das ist schon mal irgendwie eine witzige Funktion. Und wenn ich mal wirklich so ein 360-Grad-Bild habe, ist das mit Sicherheit auch eine spannende Funktion. Ich habe jetzt mal hier ein etwas breiteres Bild. Dann macht das schon ein bisschen mehr Spaß hier. Da kann man sich den Panorama-Modus hier angucken. Ja, vom Prinzip her ist es mehr oder weniger eine Spielerei, in Anführungsstrichen, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Aber ist eine nette Spielerei auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier nochmal ein Bild, was auch tatsächlich als Panoramabild aufgenommen worden ist. Ja, gut, hier macht das natürlich ein bisschen mehr Sinn. Ich finde es eine schöne Spielerei. Man muss es jetzt nicht unbedingt haben, aber es ist vom Grundsatz her mal ein nettes Feature, was bei Synology halt eben nicht funktioniert. Okay, gehen wir wieder zurück. Also ich denke mal, wer eine große Bildverwaltung hat, also wer viele Bilder und Videos hat, für den ist das mit Sicherheit auch eine ganz spannende Geschichte, das wirklich hier über die Zeitleiste sozusagen visuell zu analysieren und zu bearbeiten. Und vielleicht das eine oder andere Bild vielleicht auch zu löschen oder zu organisieren. Das geht natürlich von hier aus auch. Ich kann also hier das Bild markieren, könnte bei diesem Weg auch gleich mehrere Bilder markieren. Auch das wäre natürlich ganz einfach möglich. Und mir stehen dann hier oben diese verschiedenen Optionen zur Verfügung, wie zum Beispiel einmal eine Diashow anzeigen oder diese Bilder gleich zu einem Album hinzufügen oder bei der Gelegenheit auch gleich ein neues Album zu erstellen, die Bilder zu teilen, herunterzuladen, zu löschen oder auch hier noch so ein paar weitere Eigenschaften, zum Beispiel auch die Miniaturansichten neu generieren oder auch das Aufnahmedatum verändern für den Fall, falls das falsch geschrieben sein sollte. Ich habe hier Zugang zu den Tags, kann mir einfach hier mal schnell eben einen Tag erstellen, um das später danach zu filtern und hier die Koordinaten nochmal anzeigen oder die Bewertung, auch die könnte ich hier gleich festlegen. Ich denke mal, spricht eigentlich sozusagen für sich. Merken wir uns einfach mal nur, dass ich gerade einen Tag hinzugefügt habe. Die Funktion, was so ein Tag ist und was man damit machen kann, da komme ich dann nachher nochmal drauf zurück. Deswegen merkt euch einfach mal nur, ich habe hier bereits ein Tag gemacht. Hier oben haben wir noch so einen Filter. Das heißt, auch hier haben wir die Möglichkeit, das Ganze noch so ein bisschen zu filtern. Wie zum Beispiel, dass ich mir nur die Fotodateien angucken möchte und keine Videodateien. Dann wird das Ganze hier so ein bisschen gefiltert. Oder ich könnte mir auch gleich hier ähnliche Fotos anschauen. Ich könnte natürlich auch hier die Zeitleiste einschalten oder auch hier nach Farben sortieren. Das finde ich schon mal gar nicht mal so schlecht. So, ich lösche mal den Filter wieder, weil ich will das eigentlich gar nicht anzeigen. Ich wollte euch das nochmal zeigen, wo denn dieser Filter ist. Eine weitere schöne Funktion, die gefällt mir wirklich ganz gut, ist das hier oben. Hier oben hier kann ich nämlich praktisch dieses Aussehen umschalten. Also jetzt haben wir das Ganze hier so ein bisschen sortiert, kann das Ganze auch hier so ein bisschen umschalten, damit das mehr nicht mehr so sortiert wird, wie wir das gerade gesehen haben, sondern habe ich hier weniger, ja, technische Informationen oder weniger Informationen zu dem Datum. Das ist also hier oben praktisch dieser Unterschied. Je nachdem, was ich gerade tue. Wenn ich ein Foto visuell suche, ist wahrscheinlich das hier eine gute Lösung. Dann habe ich aber diese Zeitleiste nicht mehr, sondern die Bilder werden einfach chronologisch sozusagen aneinander geheftet. So gibt es eine kleine Übersicht. Hat natürlich auch einen kleinen Vorteil, weil ich sehe hier schon, dass so einige Miniaturansichten hier nicht ordentlich erzeugt worden sind. Ich könnte natürlich mal versuchen, hier diese Miniaturansicht neu zu generieren. Ich will das mal machen. Aber das scheint wohl auch irgendein Bild zu sein, was wohl nicht wirklich funktioniert. Das ist ein Video, habe ich gerade gesehen. Und da ich dann diese Bilder hier sowieso nicht brauche, werde ich diese Bilder gleich mal markieren und die einfach mal löschen. So, die werden in den Papierkorb geschoben. Die sind dann natürlich nicht weg, sondern die landen dann im Papierkorb. Also wie gesagt, das sind hier die Miniaturgrößen. Auch die kann ich mir nochmal einschalten hier. Ich kann hier das etwas größer machen. Oder alle mal gleich groß machen. Wie gesagt, das könnt ihr euch hier entsprechend konfigurieren. Und ihr könnt auch gleich hier die Sortierung einstellen. Also hier kann ich das direkt sortieren und zum Beispiel nach Datum, nach Änderungsdatum oder nach Aufnahmedatum oder nach Importdatum differenzieren. Oder wir unterscheiden natürlich hier, sage ich mal, zwischen diesen verschiedenen Datumsmöglichkeiten. Das könnte ja durchaus sein. Ich habe gerade mal, was weiß ich, einen Haufen Bilder hochgeladen, wo ich gar nicht genau weiß, aus welchem Jahr die wirklich sind. Also wo ich das Aufnahmedatum eigentlich wirklich nicht kenne. Und ich möchte jetzt nach einem von diesen neuen Bildern suchen.
So könnte ich mir das Ganze dann über den Filter nach Importdatum sortieren. Dann ist das natürlich etwas leichter zu finden, denn dann sind ja die Bilder, die ich zuletzt hochgeladen habe, direkt ganz oben. Wenn ich das hier wieder umschalte auf die Zeitleiste, dann ist das natürlich so. Wenn ich es aber, wie gesagt, über diesen Weg hier oben mache, dann habe ich hier auch diese Filterfunktion. Und das ist für mich das Interessante, damit ich immer weiß, was habe ich denn zuletzt für Bilder hochgeladen. Und das Ganze, wie gesagt, also rückwärts oder vorwärts. Ich nutze diese Ansichtsoptionen hier, dieses Aussehen praktisch eigentlich für die Verwaltung meiner Bilder. Wenn ich also sage, ich möchte bestimmte Bilder halt eben löschen oder ich möchte doppelte Bilder finden und diese dann löschen zum Beispiel, dafür nutze ich dann genau diese Funktion. Hier zum Beispiel, dass man so mal schnell eben ein Bild markieren kann und mal eben schnell auch von hier aus in den Papierkorb verschieben. Wie gesagt, das Schöne ist, die landen im Papierkorb, die sind ja dann nicht wirklich weg. Okay, gut, schauen wir uns hier oben den Punkt Entdecken an. Entdecken, das ist sozusagen ja wie bei einem Synology-System die sogenannte Albenansicht. Hier werden also sämtliche Alben, Systemalben, die von der KI schon generiert worden sind, werden hier auch dargestellt. Wie zum Beispiel das Personenalbum, da gehe ich aber mal gleich drauf ein. Das Ganze gibt es auch für Dinge, bestimmte Dinge werden hier dargestellt. Gucken wir mal hier, was hat er hier gefunden? Alle Dinge, Animals, Architektur, ja. Ich glaube auch, man kann es in der Sekunde auch nicht groß beeinflussen, wenn ich da mal draufklicke, ja, Architektur und Design. Das wird die KI natürlich selber entscheiden, nach was für Kriterien sie das Ganze gruppiert und vor allen Dingen, welche Slacks oder welche Themengebiete dann hier angezeigt werden und wie diese Titel sind. Ich habe gerade keine Option gefunden, um diese Tags oder um diese Titel irgendwie zu verstellen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in der Zukunft wahrscheinlich, wenn weitere Bilder hochgeladen sind, dass das dann eventuell sogar noch besser wird. Dann haben wir hier noch das Album ähnliche Fotos. Das heißt also, hier zeigt das System gleich, welche Fotos ja eigentlich relativ ähnlich sind oder vielleicht sogar doppelt sind. Das ist gar nicht mal so verkehrt, wie zum Beispiel jetzt sehe ich hier, dass hier die Bilder doppelt sind. Ich habe das mal in einem anderen Video gezeigt, wie umfangreich das sein kann, wenn man doppelte Fotos sucht. Also wenn man doppelte Fotos sozusagen eliminieren möchte. Das kann ja immer wieder mal passieren, wenn ich Fotos hochlade an verschiedene Orte, in verschiedene Ordner, dass da vielleicht dann doppelte Bilder dabei sind. Und das finde ich hier schon mal ganz gute, gelungene Funktion, dass ich von hier aus gleich doppelte Bilder eliminieren kann. So, ich werde das auch gleich tun. Ich werde gleich hier mal diese Bilder markieren, wo ich ganz genau weiß, dass diese wirklich doppelt sind. Aber das Einzige, was natürlich jetzt hier ist, ich sehe natürlich jetzt hier unten nicht genau den Pfad. Aber gut, ich sage mal, der Pfad ist an sich eigentlich ja auch völlig uninteressant. Also vom Prinzip her muss ich den Pfad ja gar nicht wissen. Und hier ist auch interessant, dass er natürlich die Bilder nicht nur die einfachen doppelten Bilder findet, sondern er findet natürlich auch die Bilder, die eventuell noch öfter vorkommen. Diese Bilder sind natürlich hier etwas unterschiedlich, denn das hat einen anderen Hintergrund. Aber gut, ihr könnt das ja immer noch selber entscheiden, welche Bilder ihr wirklich löscht oder welche Bilder ihr stehen lasst. Also bei mir waren es jetzt hier bei 35 Bildern insgesamt 44 Dubletten, weil manche Bilder eben wirklich zwei- oder dreimal vorkommen. Das Ganze werde ich jetzt in den Papierkorb verschieben, weil ich ja ganz genau weiß, zur Not sind die Bilder ja noch da in dem Papierkorb. Und jetzt hat sich das Ganze schon relativiert. Es gibt nämlich jetzt noch drei ähnliche Fotos. Das ist aber auch so gewollt, denn die sind wirklich nur ähnlich, denn hier ist der Hintergrund schon anders. Das habe ich hier und hier habe ich den Hintergrund auch anders. Deswegen von daher gesehen bin ich mit dem Ergebnis eigentlich schon zufrieden. Gut, was haben wir noch? Wir haben noch das Tagging. Das habe ich gerade mal ganz kurz vorgestellt. Ich habe euch noch gesagt, erinnert euch noch mal an das Tag. Ich hatte ein Tag erstellt, das heißt Samples. Das ist das Sample hier. So, dieses Eis hier, das habe ich hier getaggt und ich hatte natürlich diese anderen Bilder ja auch schon mal getaggt. Die habe ich mit Blumen getaggt. Das könnte man natürlich jetzt bei der Gelegenheit gleich eben ändern, indem ich einfach auf die Eigenschaften gehe und hier ein Tag erstelle und mit dem Namen Blumen. Das soll jetzt mal einfach nur so ein Beispiel sein. Ich sehe auch hier, welche Tags gerade für dieses Bild angewendet werden. Das ist das Sample. Das kann ich hier natürlich auch wieder entfernen und das Ganze speichern. Und in Zukunft ist dann hier in dem Sample sozusagen nur noch das. Ich habe das Ganze hier schon mal gemacht mit dem Tag Profil. Und hier habe ich bereits einige Bilder mit dem Tag Profil belegt. Und die werden jetzt hier an der Stelle unter diesem Tag angezeigt.
Dann haben wir natürlich noch die Orte. Diese Informationen zu den Orten werden aus den Meta-Informationen von der KI eingelesen und werden dann entsprechend konfiguriert. Da sieht man, ich war in Bremerhaven, in Hamburg, Lübeck, bin also relativ oft da oben in Richtung Norden unterwegs, bin aber auch mal hier im Regierungsbezirk Arnsberg oder auch im Regierungsbezirk Düsseldorf unterwegs. Und natürlich, klar, wenn ich hier noch weitere Bilder hinzufüge, dann werden natürlich diese Orte auch in Zukunft hier hinzugefügt werden. Dann füllt sich das Ganze auch so ein bisschen auf. Wir können das Ganze hier auch in der Ansicht umschalten auf Kartenfunktion. Auch das ist eine Funktion, die wir bei Synology auch kennen. Da gibt es diese Funktion natürlich auch. Allerdings muss ich gestehen, hier bei mir hat das jetzt nicht funktioniert. Leider wird hier die Karte nicht wirklich dargestellt. Deswegen kann ich euch diese Funktion leider jetzt hier auch nicht präsentieren. Dann haben wir hier unten noch die Medientypen. Also das Ganze wird hier auch unterschieden zwischen den Videos, zwischen den 360-Grad-Fotos, von Panoramafotos oder auch den Live-Fotos und hier unten nochmal den Punkt Sonstiges. Also was habe ich zuletzt benutzt, was habe ich relativ häufig benutzt, was habe ich vor kurzem importiert oder welche Bilder habe ich bereits zu meinen Favoriten hinzugefügt, denn ich könnte jederzeit auch ein Bild mit einem kleinen Sternchen versehen. Auch das will ich einmal eben ganz kurz demonstrieren. Auch das ist eine ganz coole Funktion. Das könnt ihr ganz einfach machen. Wenn ihr das Bild geöffnet habt, dann habt ihr oben diese Funktionsleiste und da ist genau dieses kleine Sternchen. Und wenn ihr dieses Sternchen einmal markiert, dann ist das sozusagen ein Favorite. Dann gibt es hier unter den Favorites auch endlich hier ein Bild. Also ein Bild solltet ihr auf jeden Fall mal mit einem Sternchen versehen, damit das hier unten nicht leer ist. Und wir haben natürlich auch noch eine Albenübersicht. Da kann ich mir natürlich eigene Alben erstellen. Das ist ähnlich wie bei einem Synology-System. Auch da habe ich ja die Möglichkeit, das Ganze über Alben zu organisieren, um vielleicht ein Album mit meiner Familie zu teilen oder mit meinen Verwandten zu teilen oder mit meinen Nachbarn, wie auch immer. Ihr könnt hier ganz einfach ein neues Album erstellen, könnt hier dann einfach die Daten hinzufügen, die ihr gerne hinzufügen möchtet, könnt bei der Gelegenheit auch gleich ein paar Bilder hier per Drag and Drop hochladen und könnt ihr gleich entscheiden, was soll denn passieren, wenn das Bild schon existiert. Die Albumeinstellungen sind hier oben. Hier lege ich natürlich dann gleich fest, wer denn dieses Album überhaupt sehen darf. Also welche Benutzer das sehen dürfen. Das kann ich direkt hier konfigurieren. Entweder meine NAS-Benutzer. Hier kann ich gleich festlegen, welcher Benutzer denn für dieses Album überhaupt die Berechtigung hat. Ich kann das Ganze für die Gruppen konfigurieren oder natürlich auch für einzelne Benutzer und kann hier unterscheiden zwischen Vollzugriff oder zwischen nur Durchsuchen. Das wäre, wie gesagt, eine Möglichkeit hier, die Alben sozusagen einzugrenzen oder das Ganze natürlich auch gleich öffentlich bereitzustellen. Und auch hier könnte ich natürlich festlegen, wie lange man auf dieses Album zugreifen kann oder ich könnte auch hier ein spezielles Ablaufdatum vorgeben. Ich erstelle jetzt hier dieses Album. Damit ist das Album praktisch schon erstellt. Ich habe das ähnlich genauso gemacht hier bei diesem Album hier. Das nennt sich Büro. Das ist sozusagen mein Musteralbum. Und wenn das Album erstellt worden ist, dann kann ich natürlich auch noch verschiedene Optionen hier konfigurieren. Ich kann hier auch das Deckblatt festlegen, wie zum Beispiel, indem ich einfach diese drei Punkte nehme und sage, das ist mein Deckblatt. Kann hier natürlich weitere Bilder hinzufügen. Die kann ich aus meiner QNAP hochladen oder direkt hochladen. Auch dann hier die gleiche Funktion. Auch hier wieder das Ganze mit dem Aussehen verändern. Und die Filter stehen mir natürlich hier auch entsprechend zur Verfügung. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal in der Übersicht sehe, dann habe ich jetzt hier einen neuen Albumtitel, ja, und könnte natürlich mit diesem Album jetzt weiterarbeiten. Was bei Synology dynamisches Album heißt oder bedingtes Album, auch das gibt es hier, nennt sich hier bei QNAP halt eben smartes Album. Hierüber kann ich die Filter definieren, welche Bilder in diesem Album tatsächlich auftauchen sollen. Da gibt es dann die verschiedenen Kriterien, nach denen ich das Ganze filtern kann, wie zum Beispiel nach Tags, nach Dingen, nach Favoriten oder nach vielen anderen Filteroptionen, die wir hier an dieser Stelle konfigurieren können. Der große Unterschied zu dem klassischen Album ist natürlich, dass das Album dynamisch ist. Wenn also weitere Bilder mit einem entsprechenden Tag versehen werden, dann werden diese natürlich gleich auch automatisch in dieses smarte Album mit aufgenommen. Und dann haben wir noch hier unten den Punkt Ordner. Unter dem Punkt Ordner habe ich eigentlich die beiden Ordner konfiguriert oder sehe die in meinem Multimedia-Ordner bzw. die Ordner, die ich auch in der Systemsteuerung entsprechend konfiguriert habe. Und das ist natürlich der große Unterschied, denn ich habe über die Inhaltsquellenverwaltung natürlich auch die Möglichkeit, hier
weitere Ordner hinzuzufügen. Und das ist ein Riesenunterschied gegenüber der Synology, wo ich das halt eben nicht beeinflussen kann. Aber hier kann ich das tatsächlich für das QMagi oder auch für die Photostation sowie für die anderen Multimedia-Anwendungen entsprechend konfigurieren und kann auch hier gleich das Q-Search aktivieren, damit auch die Fotos tatsächlich über die Q-Search analysiert werden können und da auch bessere Ergebnisse erzielt werden können. Das ist, wie gesagt, hier der Punkt Ordner Multimedia. Ich habe gerade hier bei meinem Ordner benannt und da sind ja meine entsprechenden Ordner drin, die natürlich auch dann über die KI indiziert werden. Und damit auch die Personen und so weiter erkannt werden können. Apropos Personen, kommen wir nochmal zu der Funktion Personen. Das hatte ich am Anfang ja übersprungen. Das will ich nochmal ganz kurz eben zeigen, denn da sind wirklich ein paar Features drin, die hier bei der QNAP deutlich besser gelöst worden sind, als das bei Synology der Fall ist. Denn die Verwaltung, die Personenverwaltung ist hier deutlich intuitiver. Das Prinzip ist wie bei Synology auch. Hier kommt wieder die Frage, für wer bin ich? Also für die Bilder, die noch nicht zusammengefasst worden sind, also die ihr noch nicht namentlich getaggt habt, ja, die könnt ihr natürlich jetzt über diesen Weg hier ganz einfach eben mit einem Namen belegen und die KI lernt natürlich dann auch die passenden Bilder zu diesem Personenalbum hinzuzufügen. Dazu muss ich nur diese Aufgabe hier einmal durchführen und diese Personen, die jetzt hier erkannt worden sind, entweder zu einem schon bestehenden Personenalbum hinzufügen oder gleich ein neues zu erstellen. Ganz klar ist natürlich, dass die QNAP daraus natürlich lernt, denn die KI lernt natürlich daraus und wird dann in der Zukunft auch noch bessere Ergebnisse liefern, wenn ihr weitere Bilder hochladet. Über diesen Weg kann ich jetzt hier weitere Bilder durchsuchen und könnte dann, wenn ich jetzt nochmal ein Bild finden sollte, was so ein bisschen verschwommen ist vielleicht, könnte ich das Bild auch hinzufügen, habe ich in der Sekunde aber nicht. So, ich denke mal, das Prinzip müsste eigentlich klar sein. Klicke ich also jetzt hier auf den Frank, dann sehe ich hier sämtliche Bilder vom Frank. Ich möchte euch das Ganze an einem anderen Bild nochmal eben zeigen, wie leistungsfähig diese KI ist. Und dann seht ihr auch schon, dass man so im täglichen Prozess, ja, dass man halt eben diese Funktion auch wirklich nutzen kann. Ich suche jetzt ein Bild, wo viele Personen drauf sind. Das habe ich kürzlich hochgeladen. Ich weiß im Kopf auch schon genau, welches Bild das ist. Ich weiß aber nicht ganz genau, in welchem Zeitraum das denn tatsächlich geschossen worden ist. Ich weiß aber, dass ich das ja vor kurzem hochgeladen habe. Deswegen schalte ich jetzt hier mal meine Ansicht eben um, damit ich auch so kann und wähle nun Importdatum aus, denn ich weiß, dass ich das vor kurzer Zeit hochgeladen habe. Da ist das Bild, was ich gerade meine. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, was hier der große Unterschied zwischen QNAP und Synology ist. Wenn ich hier mit der Maus über die Personen hover, dann wird hier immer sofort die Frage angezeigt, wer bin ich? Das kann ich jetzt natürlich eben ganz kurz beantworten und entweder hier einen neuen Namen angeben oder auch ein oder einen vordefinierten Namen auswählen und dann wird in Zukunft auch dieser Name direkt hier mit angezeigt. Was hier allerdings noch ganz schön ist, das ist der kleine Schalter hier oben, denn ich kann mir hier diese Funktion direkt einschalten und dann sehe ich auch sofort, welche Personen ich bereits klassifiziert habe oder welche Personen noch nicht klassifiziert worden sind und kann das dann gleich von hier aus eben erledigen. Wenn diese Personenmarkierung hier oben eingeschaltet ist, dann kann ich auch noch einen zweiten Weg wählen und kann mir mit der Maus direkt hier einen Rahmen ziehen, um diese Person dann namentlich zu benennen, um daraus dann ein Personenalbum zu erstellen. Ich zeige euch das mal anhand eines anderen Bildes nochmal, dann wird das auch ziemlich deutlich. Hier hat das System noch gar keine Person erkannt. Und nun kann ich hier eine Person einfach mit einem kleinen Rahmen versehen und diesen Namen gleich der passenden Person zuordnen, beziehungsweise in diesem Falle gibt es die Person noch gar nicht. Also erstelle ich mir jetzt hier gleich den neuen Namen Tessa. Und das muss man jetzt wirklich neidlos anerkennen. Hier hat QNAP wirklich die Nase vorn, denn das geht bei Synology leider nicht, im Augenblick zumindest nicht. Früher gab es diese Funktion auch mal, aber in der aktuellen Version gibt es genau diese Funktion nicht, dass ich dort irgendwelche Personen auf irgendeinem Bild markieren kann, um die namentlich zu benennen. Das ist wirklich ein großer Pluspunkt hier für QNAP. Zum Abschluss will ich nochmal eben die Suche vorstellen. Das ist das sogenannte Q-Search, denn das basiert tatsächlich auch auf KI-Unterstützung und analysiert auch hier die Bilder. Und ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, nach Bildern zu suchen. Zum Beispiel hier oben. Hier könnte ich mal einfach nach einer bestimmten Person suchen oder auch nach bestimmten Dingen, nach Tags und diesen Dingen. Das wäre von hier oben aus über diese klassische Suche möglich. Es gibt aber hier noch eine weitere tolle Funktion. Ich kann hier auch nach ähnlichen Personen oder Bildern suchen, indem ich diese Bildersuche hier nutze.
Das ist hier diese visuelle Suche, hier oben über diesen Weg. Jetzt kann ich hier einfach ein Bild von mir, von meinem Computer, einfach hier hineinlegen und dann wird das Bild analysiert und es wird die Person darauf erkannt. Dazu ziehe ich mal einfach so ein ganz klassisches Bild, was ich auf meinem Computer habe, ziehe ich mal eben hier rein. Jetzt wird diese Person analysiert mit der KI. Und hat hier auch schon was erkannt. Da sieht man das, es hat auch was erkannt. Und genau den möchte ich jetzt suchen, wo genau diese Person drauf ist. Und er hat es auch wirklich erkannt, das ist der Frank. Das passt, das ist richtig. Das geht natürlich auch mit Personen, die ihr noch nicht namentlich benannt habt. Ich zeige euch das hier nochmal. Ich ziehe mal wieder hier ein Bild hinein. Die KI analysiert jetzt wieder die Personen auf diesem Bild. Da ist ja nur eine Person drauf. Und obwohl diese Person noch nicht namentlich benannt worden ist, sieht das System natürlich trotzdem, ob es von dieser Person auch noch weitere Bilder gibt, also die schon vorhanden sind, und zeigt natürlich am Ende dann auch hier das Ergebnis an. Und das ist also schon mal ganz interessant, dass das natürlich auch mit unbenannten Personen funktioniert. Und da ich ja noch keinen Personennamen vergeben habe, kann ich das an dieser Stelle jetzt schnell eben nachholen und diese Person auch über diesen Modus hier oben, was ich euch vorhin gezeigt habe, gleich mit dem passenden Namen versehen, damit in Zukunft dieses Bild auch unter dem Personenalbum von Julia angezeigt wird. Das Ganze kann man natürlich auch mit Bildern machen, wo vielleicht auch mehrere Personen drauf sind. Wenn ich hier mal so ein Bild reinziehe, wo mehrere Personen drauf sind, dann kann ich hier die Person entsprechend markieren, wenn ich diese Person suchen möchte, also ob ich von diesem schon weitere Bilder habe. Allerdings kann ich hier immer nur eine Person suchen. Das ist also etwas der Nachteil. Ich denke mal, das wird sich vielleicht in der Zukunft noch regulieren. Im Augenblick kann ich also nicht mehrere Personen ankreuzen. Ich kann hier leider nur eine Person ankreuzen. Aber das Ergebnis an sich, das spricht schon auf jeden Fall für sich. Die KI hat sofort erkannt, dass es sich hier um die Tessa handelt. Und das ist tatsächlich richtig. Das war ja die Person auf diesem Bild. Gut, dann komme ich jetzt auch zum Ende, denn ich denke mal, bis hierhin sollte eigentlich der Überblick auch ausreichend sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ja so ein bisschen weiterhelfen und euch einen kurzen Einblick geben, wie das QMagi, also die Bildverwaltung hier unter QNAP funktioniert. Gut, es gibt hier noch ein weiteres Thema, das ist das Thema Freigaben. Aber ich denke, das lohnt sich dann mal ein neues Video für zu erstellen, um das Thema ausführlich zu behandeln. Ja, dann würde ich sagen, bin ich jetzt am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat und ich euch damit ein bisschen unterhalten konnte oder informieren konnte, dann honoriert das gerne mit einem Daumen hoch. Und wenn ihr in Zukunft informiert werden möchtet über neue Uploads, dann solltet ihr natürlich gleich den Kanal abonnieren. Damit bin ich jetzt wirklich am Ende. Ich habe jetzt hier nochmal ein paar Vorschläge aus meinem Kanal und bin raus. Euer Frank, bis dahin, ciao.